liebe Chambre séparée. Hier damit auch. Fangen wir mal an, ist schließlich. Und liebe Gäste, ich begrüße euch alle im Namen von allen Obmannen ganz, ganz fest. Zur Laterne Vernissage hier und bin unheimlich froh, dass wir Obmannen das Zepter gerne übergeben. Der Tambourmajor Fasnacht, schwere Last soll übernehmen. Wir denen jetzt den Stecken überreichen. Das ist nach außen jetzt das Zeichen, dass er 3 Tage lang Sagen hat. Es wird sicher toll. Ich mache mit. Danke! Best! Best! Ich danke euch vielmal fürs Vertrauen von euch Männern und auch Frauen. Jetzt noch all dem Psyche denken und das geistige Hirn fast ausrenken, im Kaschieren, Mohlen, Schneidern und Nähen, man ist auf die Fasnacht kennen, freien. Auch die Laternen gestalten, Requisiten bauen. Der Stecken, der ist weg. Jetzt schon. Jetzt schon. Auch Laternen gestalten, Requisiten bauen, tut uns fast aus den Socken hauen. Der Pfeifer und der Tambourinstruktor nehmen es genau. Als wie ein Verrückter habe ich das Jahr durch ganz hart geschliffen. Genau so wird an der Fasnacht jetzt trommelt und pfiffen. Sehr gut. Die ganze. Du haben wir mir gegeben, dass. Wir sind Lena Falkhammer. Für euren Einsatz, jeder an seinem Ort, verliere ich gern ein paar kurze Worte. Herzlich danke tue ich euch alle, die durch viel Vorbereitung sind aufgefallen. Für Detail ist es aber hier ein grosser Rummel. Die grosse Verdankung kommt am Morgen. Hey, wir sind nicht meins hier. Hey. Hey, wir sind wir alle sind ein kunterbunter Haufen, wo nicht nur können zusammen saufen, wo miteinander die Fasnacht machen, wir verstehen uns gut und können zusammen lachen. Jeder allein. Ein mickrig Zügli würde sein, mit zwischendurch Lüfteln, wäre es gerade vorbei. Zusammen musizieren, alles mehr uns tut begeistern, so werden wir die Situation auch für die nächste Zukunft meistern. Jetzt lasst uns aber mit dem Zettel in die Fasnacht starten. Auf einen Zedeldichter müssen wir nicht warten, was man unter dem Sujet Kamubalismus muss verstehen, sich der Zedeldichter dazu auf Test hat rausgelassen. Doch wenn wir jetzt hören, wie der Zedel tönt, von Conny, wo ist er? Conny, von Conny vorgelesen, dass der Zettel krönt. Dankeschön. Conny, bitte. Die Kommentare hört man alle.